Und auf geht's in das Spiel um Platz 3, auch gerne das kleine Finale genannt, beim Peter Männchen Cup 2011. Der Pasewalker SV trifft dabei auf Grün-Weiß Schwerin 1. Und hat sie in den Arm gegriffen. Das sollte sie unterlassen. Und der Wurf gut abgewehrt. Und auch der zweite Wurf klasse gehalten. Ja, da ist sie völlig frei durch, die gute Alicia Bach. Hat sie keinerlei Gegenwehr gehabt, aber es war leider die falsche Richtung. Und genau dieselbe Richtung geht jetzt ihre Gegnerin und macht das 1:0. Für Pasewalk. Mit dem Passspiel die 2 gegen 1 Situation gelöst. Es gibt Freiwurf für Grün-Weiß Schwerin 1. Außen abgespielt mit dem Wurfversuch, kriegt aber keine richtige Kraft hinter. Und das Spiel geht weiter. Pasewalk mit der Körpertäuschung, schön gemacht. Auch schön durchgesetzt, die Nummer 5. Und abgehalten, es gibt Freiwurf. Und gehalten den Ball von der Torhüterin von Grün-Weiß Schwerin. Und das viel Platz. Jetzt hätte sie spielen müssen, setzt sich dann doch durch. Und scheitert an der Torhüterin. Neuer Freiwurf für Grün-Weiß Schwerin. Ja. Körpertäuschung schlägt fehl. In den Arm gegriffen. Und der Wurf von Jule Strupp am Tor vorbei. Und ein Sololauf vom Pasewalk Nummer 2 zum 2:0. Da hat sie ihre Gegnerin schön umkurvt. Scheitert eine grün-weiße Spielerin, in dem Fall Alicia Stübe,
an der gut aufgelegten Pasewalker Deuterin jetzt Schrittfehler gepfiffen. Schönes Passspiel. Aber erneut die Pasewalker Deuterin und leitet den Konter ein. Gut aufgenommen. Und sollte sie nach unten werfen. So die Anweisungen der Trainerin. Das tut sie auch, aber am Tor vorbei. Und damit bleibt es beim 2:0. Und erneut gut gehalten von der Pasewalker Torhüterin, die sie so richtig warm geschossen haben jetzt. Gute Leistung zeigt und diesmal macht sie es besser, bekommt sie den Ball am Kreis und wirft ihn dann ins Tor. 3:0 für Pasewalk. Eine Minute vor Ende der ersten Hälfte. Soll es einen Pass geben, gut aufgepasst. Und wieder der eingeleitete Konter. Sie ist nicht zu halten. Sie wirft auch entgegen der Anweisung ihrer Trainerin, nicht unten, sondern oben. Aber diesmal ist der Ball drin. 4:0. Und damit endet die erste Halbzeit 4:0 für den Pasewalker HV. Und auf geht's in Halbzeit Nummer 2 im Spiel um Platz Nummer 3. Es steht 4:0 für den Pasewalker HV gegen den SV Grün-Weiß Schwerin 1. Und so haben wir jetzt die ersten 4 Zahlen auch runtergebracht. Und ob wir das erste Tor jetzt auch unterbringen können im Pasewalker Tor, konnten wir nicht. Indessen wieder der gute, kluge Pass der Torhüterin nach vorne. Der Konter läuft 5:0. Ja, Grün-Weiß muss so langsam sich ein Rezept überlegen, wie sie die Torhüterin überwinden. Ansonsten gehen die 3 Medaillenplätze heute an keine Schweriner Mannschaft. Gut aufgepasst. Und jetzt der freie Wurf und Pfosten, die Torhüterin schon überwunden, aber Ball immer noch nicht drin und der Nachwurf wurde wieder hervorragend gehalten von der Schlussfrau. Und jetzt aber dann auch völlig frei Jule Strupp mit dem Tor für Grün-Weiß Schwerin. 5:1. Wenn jetzt der berühmte Knoten geplatzt ist, könnte dies doch noch zu einer spannenden Partie entwickeln. Weil
Doch, mindestens die Hälfte der Tore von Pasewalk durch die gefährlichen Konter entstanden sind, die durch Fehlwürfe von Grün-Weiß entstanden. Nun aber kein Konter und trotzdem ein schönes Tor der Pasewalker zum 6:1. Und schöner Wurf von Alicia Stübe, nicht zu halten, 6:2. Oh, das war hervorragend aufgebracht von Alicia Bach. Und noch besser gehalten von der Torhüterin von Pasewalk. Unglaublich beweglich da hinten im Tor. Und das Tor dann von 18 von Pasewalk zum 7:2. Ein leichter Ball für die Deuterin, die mit dem weiten Wurf den Konter einleitet und sicher verwandelt durch die Nummer 6 zum 8:2. Ja, sorgt die Schiedsrichterin für den richtigen Abstand beim Freiwurf, der muss natürlich eingehalten werden. Und der Pfostentreffer von Jule Strupp. Der lange Ball der Torhüterin. Diesmal viel zu kurz. Aber Lea Wittwer konnte es nicht ausnutzen. Langer Pass nach vorne, haben die grün-weißen Mädels nicht aufgepasst und werden mit einem Gegentor bestraft durch die Nummer 2. Neuer Spielstand 9:2. Das war eine halbe Minute zu spielen. Aber harter Kampf um den Ball.
Auch wenn das Ergebnis technisch natürlich entschieden ist, 9-2 steht es für Pasewalk. Und da ist das Spiel vorbei. Am Ende gewinnt der Pasewalker HV mit 9-2 gegen Grün-Weiß-Spereen und belegt damit den dritten Platz.